Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Lesung von Der Kaufmann und der Papagei, dem Buch von Nosrat Pezeshkian, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Heute wieder eine Geschichte aus der Bibel, und zwar der Balken im eigenen Auge. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem eigenen Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Aus Matthäus 7 in den Versen 1 bis 5. Und Nosrat Pezeshkian schreibt dazu in seinem Buch Der Kaufmann und der Papagei: Metaphern wie in diesen Versen haben vielfältige Bedeutungen. Ihre Bilder enthalten mehr, als ihre Worte sagen. Neben der Bedeutung dieser Verse für das gesellschaftliche und individuelle Bedürfnis nach Gerechtigkeit gibt das Beispiel von dem Balken im eigenen Auge eine treffliche Beschreibung der Projektion, der Übertragung eigener Bedürfnisse und schuldbesetzter Inhalte. So enthalten diese Verse auch die Aufforderung, zunächst auf seine eigenen Probleme aufmerksam zu werden, bevor man sich, sei es therapeutisch, sei es in der Rolle eines Richters, den Problemen des Partners, des Mitmenschen, des Patienten zuwendet. Die Aufforderung, erst den Balken im eigenen Auge zu sehen, bevor man den Splitter im Auge des anderen wahrnimmt, entspricht im weiteren Sinne der Berufsethik des Psychotherapeuten, der sich im Rahmen seiner Ausbildung erst selbst einer psychotherapeutischen Behandlung unterzieht, bevor es daran geht, Patienten zu therapieren. So wünsche ich euch einen schönen Tag, an dem ihr über dieses Gleichnis nachdenken könnt, und wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr ein paar Geschichten dazu äußern wollt, tut es wie immer hier unten in den Kommentaren. Und wenn ihr einen Spiegel dabei habt, dann denkt dran, kurz mal nachschauen. Bis morgen!